Kapitel 12. Alex Hype. Blut frisst unsere überschüssigen Zombies. Ihr würdet eigentlich auch einen guten überschüssigen Zombie abgeben. Nein, kein Hype-Lied, kein Hype-Lied. So. Okay. Dezimieren setzt das Leben aller feindlicher Diener auf 1. Cool. Das ist nicht nett von dir. Ich habe die Zombies gefragt, ob sie euer Gehirn essen wollen. Doch sie meinten, sie essen keine minderwertige Kost. Ja, siehst du dann mit dem Scheiß noch. Ah. Das ist nicht nett. Die Alex! Mhm. Die Alex, wo bin ich? Alex. Alex Hype? Alex, ja, wohin? Weil, ja, auf ihn bringt's halt echt wenig. Ja, irgendwann war's halt auf uns. Ja, immer noch keinen Schaden gekriegt. Oh. Tschüss, Alex. Predator? Ach, jetzt und tschüss. Also, Wie's genau reicht. Der ist nicht schwer. Der ist nicht schwer. Also mit Alex. Also mit Alex geht er. Oh, Ketusat. Das kann ganz schnell ganz anders werden. Mhm. Hallo Alex. Gute Start. Ich kann ihn nicht wegschmeißen. Ja, eigentlich nicht. Er ist zu stark. Die Macht des Jones. Ist stark in dieser Familie. Ja. Hype! Und ist. Nee, cool? Ja, gut. Ja, ganz gut, dass wir das getan. Bist du eklig? Was ist denn los mit dir? Dieser Typ. Was ist denn bitte so eklig? Oh, guck mal. Hey. Das kannst du retten. Huli der Ghoul. Hype. So, Feuerwerk. 17 Leute. Wow. Grüß euch, Freunde. Warum kommt ihr erst so spät? Ihr verpasst das Beste. Was? Oh, wo war der die letzten zweimal? Wir haben es bis zur Runde 12, 13 durchgehalten. Na gut, dafür kommt dieser angepisste Schmied nicht. Boom. Achso, ja, schade. Stimmt, der hat sich auch gespielt. Naja. Kein Gebiss. Manchmal ist es echt merkwürdig mit seinem Gebiss. Ja. Manchmal findet er es einfach nicht. So. Oh, behaupte ich bin nicht hin. Der Nekro-Ritter. Ja. Was war denn das? Der tötet alles in seinem Umfeld, ne? Ja, genau. Ciao. Schön, Skelettschmied. Jetzt hypen sie ja alle. Ja. Warum kommt er denn jetzt mit sowas? Dachte Grato, ich hab dich verstanden. Grato. Wasserele ist aber auch stark gegen ihn. Wasserele haben wir das letzte Mal überhaupt nicht gezogen. Nee, überhaupt nicht. Ja, so, komm, jetzt machen wir deinen. Mach mal hier deinen. Gibt schön, ich weiß zumindest mal, dass wir nicht sterben werden, aber. Es ist fast das Gebiss. Ja, da fehlt ein genau. G hinten vorne dran. Oh Mann. Also, der Boss ist eher Witz. Achso, stimmt, durch den Biss hat er was drin bekommen. Das war's. Alex! Kannst bitte kommen, solange es so schön aussieht? Stimmt. Der ist nicht stark gegen ihn. Weil er sofort auf 1 ist. Achso. Oh. Der Schaden. Traded! Wäre zu schön gewesen. Ja, das wäre wirklich zu schön gewesen. Hey, Mr. Jones. Wobei, doch, eigentlich schon. Dann haben wir aber 10 Karten. Ja. Ja, wir können noch was spielen. Das gehört in ein Museum. Das gehört in ein Museum. Das Gebiss muss auf jeden Fall im Museum. Das ist wichtig. Alex. Oh.
Er kann gerade nicht angreifen. Was machen wir denn? Wir brauchen Leben. Bringt ja nichts. Solange das Gebiss nicht da ist, ist alles in Ordnung. Ja. Und das ist halt wirklich so, wenn er blöd... Jetzt wird er nochmal Gebiss mit Wutanfall im Feierabend. Ja, das meine ich halt. wenn er blöd mal Gebiss und Wutanfall zieht, dann ist es halt vorbei. Ja. Das ist das Problem an dem Boss und das können wir auch nicht umgehen. Ja, stimmt. Nein, Harrison! Oh, er tradet, krass. Der seltene Fall. Ihn eingefrieren für Dings, für die Chance, dass er das Gebiss zieht. Aber ich meine, das Gebiss macht dann bloß 3 Schaden. Warte mal. Hm? Also, wir haben Alex, ja? Ja. Wir sehen, er hat Alex. Schöner Alex. Wunderschöner Alex. 19. Wenn wir ihn dann einfrieren. Nö. Das ist leider noch kein Lethal. Nee. Lethal ist es noch nicht, aber er hat gerade bloß eine Karte. Und seine 2 Typen sind schlecht. Okay, jetzt haben wir... Wir müssen dann eigentlich traden. Weil er könnte immer noch ein gewisses Top decken. Ja. Er spielt die Karte nicht, deswegen gehe ich davon aus, dass es wieder ein Wutanfall ist. Ja. Und jetzt haben wir die Alex-Einfrier-Kombo. Die Alex-Einfrier-Kombo. Ja, sehr schön. Oh, nochmal ein Biss. Sehr schön. Freunde, das könnte eine Chance sein. Ja, definitiv. Hype die Alex! Hype! Alex! Ich bringe Leben. Hype! So. Einfach mal präventiv. Wir können aber damit 4 Schaden machen. Er macht bloß 3 Schaden, wenn das jetzt zieht. Das wäre Blödsinn. Ja. Das Blöde ist nur, der wird die Alex trainen. Leider ja, aber dagegen. Wenn dann den Zombie-Chow einfrieren. Stimmt. Das ist ein Vorteil. Weil dann müsste er mit sich traden. Das tut ihm jetzt schon weh. Gibt es. Und er hat's, ja. Jo. Kein Problem. Trade oder not trade? Trade nicht. Okay, das war aber gut. Das war gut. Alex, gefühl ihr Combo hype. 10? Das. Kann man mal machen, ne? Was haben wir noch? Wir können auch schleimen. Dann ist seine Waffe wieder weg. Dann hat er eh bloß wieder den Zombie-Chow. Yep. Und den können wir an sich wieder eingefrieren. Und jetzt mit dem Links traden. Dann hätten wir nämlich die Leben und er ist weg. Und jetzt mit Alex und Chase. Und wir haben nochmal ein Secret. Was ist das für ein Secret? Ich dachte, wir hätten schon beide Eis. Darius. Oh, das hat gar nichts gebraucht. Was? Hä? Ja. Okay. Das hat nichts gebraucht. Nein. Wir haben 12. Toll. Hä? Warte. Alter, nee. Das geht auf den Diener, das macht keinen Schaden. Ja, nee. Ich wollte gerade überlegen mit dem Feuerball, aber nee, du hast recht. Wir haben 12. Aber trotzdem, to the face und dann weg. Er kann bloß eine Karte ziehen. Ja, klar. Er ist hinüber. Ja, er ist hinüber, das war's. Ja, easy. Der sag ja, der ist nicht schwer. Ja, ein bisschen Glück haben auf jeden Fall, aber nee, so schwer ist er nicht. Oh, stimmt, das kann er auch so machen. Wir waren ein bisschen risky dabei. Ja, ein bisschen. Ja, minimal. Also der war echt nicht schwer. Ja. So, bitte Killi schön. Mit dem Feuerball. Ich werde und euch trauen. Alex! Oder Alex. Hype! Wir machen. Guck mal hier, der Zaun da oben. Ja. Soundwave. Hype, Leaf! Schleim, Hype! Ihr werdet jetzt alle meine überschüssigen Zombies fressen. Das ist, glaube ich, deine geringste Sorge, ja, Petula, denn wir sind auf dem Hype-Train.